So, hallo zu meinem neuen Video. In meinem heutigen Video möchte ich mich mit der sozialen Frage in der Zeit der Industrialisierung beschäftigen und mit den verschiedenen Antworten bzw. mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten für diese soziale Frage. Der Begriff soziale Frage wird verwendet, um bestimmte soziale Missstände, die eine Begleiterscheinung der Industrialisierung waren, zu erfassen. Was können wir uns konkret vorstellen unter sozialen Missständen in der Industrialisierung? Man könnte an solche Dinge denken wie Kinderarbeit. Ja? Also dass Kinder, die heute in einem Alter, in dem sie ganz selbstverständlich in die Schule gehen, im Alter von 10 Jahren, von 12 Jahren, in dem Alter in Fabriken gearbeitet haben oder in Bergwerken, weil es noch kein ausgebautes Schulsystem gab, keine Schulpflicht und weil sie gebraucht wurden, um einen Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten. Wohnungselend fällt darunter, ja, dass ganze Familien in nur einem Zimmer gelebt haben, dass sich Familien ein Zimmer geteilt haben, ganz schlechte Wohnverhältnisse, auch unter ganz schlimmen hygienischen Bedingungen. Dass bestimmte Lebensrisiken, die für uns heute ganz selbstverständlich staatlich abgesichert sind, zu dem Zeitpunkt eben noch nicht abgesichert waren und große Probleme mit sich gebracht haben. Das Alter war nicht abgesichert, Invalidität war nicht abgesichert, Unfälle am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, Dinge, die heute abgefedert werden. Das hatte damals ganz katastrophale Folgen für die Leute. Aber auch die Verhältnisse im Arbeitsprozess selbst. Niedrige Löhne, hervorgerufen durch das große Reservoir an Arbeitskräften, lange Arbeitszeiten, mangelnder Arbeitsschutz. Ja? All diese Faktoren, die fasst man insgesamt unter dem Begriff soziale Frage zusammen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sind denn die Ursachen dieser sozialen Frage? Ja, wie kommt es denn dazu? Und da sind verschiedene Faktoren zu nennen. Einmal, dass es noch kaum staatliche Regulierung gibt. Ja? In der Industrialisierung dominiert die Idee des Wirtschaftsliberalismus und die sagt, der Staat soll sich lieber aus der Wirtschaft raushalten und soll da keine Regeln setzen. Ja? Deswegen ist zum Beispiel auch Kinderarbeit erlaubt, die wird erst zum späteren Zeitpunkt verboten. Dann spielt es eine Rolle, dass die Arbeiter in keiner allzu guten Verhandlungsposition sind, weil es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt. Und demnach müssen sie damit rechnen, wenn sie zu große Forderungen stellen an die Arbeitgeber, dass sie dann ausgetauscht werden gegen andere Arbeiter. Ja? Also das spielt eine große Rolle. Dann sind die Gewerkschaften, die eigentlich gerade dazu gegründet wurden, ja, mit dem Ziel, die Kräfte der Arbeiter zu bündeln und eine bessere Verhandlungsposition durchzusetzen, die entwickeln sich erst langsam und werden erst mit der Zeit schlagkräftiger. Und durch die wirtschaftliche Not, die jetzt aus schlechten Arbeitsbedingungen erwächst, folgen dann natürlich wieder andere Phänomene. Ja? Also das heißt, daraus folgt, dass die Arbeiter sich keine guten Wohnungen leisten können. Daraus folgert aber auch, dass Kinder zur Arbeit geschickt werden und so weiter. Ja? Also es ist ein Bündel aus verschiedenen Faktoren, die zu diesen sozialen Missständen in der Industrialisierung führen. Natürlich gab es auch schon vor der Industrialisierung, ja, in der Agrargesellschaft natürlich auch schon soziale Probleme. Es gab auch da schon Armut und es gab auch da schon diese ganzen Lebensrisiken. Aber was wichtig ist zu verstehen, die Leute haben damals auf dem Land gelebt, haben in Dörfern gelebt und haben dort über die Jahrhunderte bestimmte soziale Strukturen herausgebildet, die geholfen haben, solche Risiken abzufedern und die Menschen aufzufangen. Ja? Dass die Kirchen da zum Beispiel ganz viel karitative Arbeit geleistet haben oder dass man sich in der Dorfgemeinschaft geholfen hat. Das hat ganz viel abgefedert. So, das Problem ist aber, durch die Urbanisierung und diese Binnenwanderungen in der Industrialisierung, durch die Landflucht, ist es so, dass die Menschen aus dieser gewohnten so dörflichen Welt rausgerissen werden und in eine ganz neue Welt kommen, wo es eben noch gar keine neuen Netze gibt, die diese Risiken abfedern könnten und die jetzt erst mit der Zeit geschaffen werden müssen. Die sozialen Missstände, die haben die Arbeiter vor allem in der Frühphase der Industrialisierung ganz hart getroffen. Ja, und zwar am Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Man spricht hier vom sogenannten Pauperismus. Mit dem Pauperismus meint man Massenarmut, Massenelend. Ja. Das trifft vor allem die Landbevölkerung, weil beim Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft
zwei Prozesse ablaufen, die nicht ganz nahtlos ineinander greifen. Ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn heute ein Arbeiter in den USA bei General Motors arbeitslos wird, weil sein General Motors seinen Arbeitsplatz nach Mexiko auslagert, dann kann man sagen, auf die lange Sicht gesehen ist das vielleicht kein Schaden für die USA, weil es wird neue Arbeitsplätze geben und die ersetzen dann die Jobs in der Automobilindustrie. Das bringt aber dem individuellen Arbeiter, der vorher in der Automobilindustrie gearbeitet hat, wahrscheinlich recht wenig. Ja? Er wird vielleicht einfach keinen Job finden. Seine Kinder werden vielleicht wieder einen haben, aber er nicht. Und ungefähr so war es auch zu Beginn der Industrialisierung. Die Landwirtschaft hat Produktivitätsfortschritte gemacht, vor allem durch die Mechanisierung. Und im Ergebnis wurden weniger Arbeitskräfte gebraucht auf dem Land. Gleichzeitig war es aber so, dass in der Industrie und im Gewerbe noch nicht genug neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, um quasi den Leuten, die ja, aus der Landwirtschaft frei wurden, sozusagen neue Erwerbsmöglichkeiten zu geben. Das Ganze kombiniert mit völlig fehlender sozialer Absicherung und einer Reihe von Missernten hat zu einem Massenelend geführt, das man eben unter dem Begriff Pauperismus zusammenfasst. Und dieser Pauperismus ist vor allem ein Phänomen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Frühphase der Industrialisierung. So, und damit wären wir jetzt auch schon bei den Lösungsmöglichkeiten für die soziale Frage. Und ich möchte da das Ganze mal grob in drei Kategorien einteilen, und zwar einmal staatlich-politische Lösungsversuche, kirchlich-karitative Versuche und Versuche auf der betrieblichen Ebene, mit der sozialen Frage fertig zu werden. So, ich möchte mich nun zuerst mit den staatlich-politischen Lösungsversuchen auseinandersetzen und das nochmal in drei Bereiche unterteilen. Und zwar einmal, was für einen Ansatz hat die Arbeiterbewegung, was für einen Ansatz haben die Liberalen und was für einen Ansatz hat der Staat in Deutschland im Kaiserreich. Und zwar werde ich da vor allem auf Bismarcks Politik eingehen. So, ich möchte beginnen mit der Reaktion der Arbeiterschaft auf die soziale Frage. Und die Arbeiter haben wie folgt auf die soziale Frage reagiert. Sie haben sich organisiert. Sie haben relativ rasch festgestellt, dass sie, wenn sie vereinzelt sind, wenn sie allein versuchen, diese Probleme zu lösen, dass sie in einer recht schlechten Verhandlungsposition sind, aber dass ihre Lage sich bessert, wenn sie sich gemeinsam engagieren und versuchen, gemeinsam diese Probleme zu lösen. Ein ganz wirksames Mittel zur Durchsetzung von kollektiven Interessen war der Streik. Ja, die Arbeiter haben es unter dem Satz, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will, zusammengefasst. Ja, also wenn die Arbeiter gemeinsam zusammenhandeln und sich verweigern, dann können sie damit ihre Interessen auch durchsetzen. Diese Tatsache, dass die Arbeiter jetzt ganz viele verschiedene Organisationen gegründet haben, um sich gemeinsam ihre Interessen durchzusetzen. Dieses Phänomen nennt man die Arbeiterbewegung und unter dieser Arbeiterbewegung fasst man ganz viele verschiedene Organisationen. Arbeiter haben erstmal ganz viele Vereine gegründet. Das konnten Bildungsvereine sein, ja, man hat sich gemeinsam weitergebildet. Das konnten aber auch Konsumgenossenschaften sein, man hat gemeinsam eingekauft, weil es so günstiger war. Dazu gehören aber auch die Gewerkschaften. Ja, also die Arbeiter haben Gewerkschaften gegründet. Was sind Gewerkschaften? Das sind Organisationen, in denen Arbeiter sich zusammentun, um gemeinsam Löhne und Arbeitsbedingungen auszuhandeln, weil sie, wenn sie kollektiv mit Arbeitsniederlegung drohen, in einer recht starken Verhandlungsposition sind. Aber wenn du ein einzelner Arbeiter sagt, hey Chef, ich will mehr Lohn, wenn nicht, dann arbeite ich nicht mehr, dann ist er in einer ganz schwachen Verhandlungsposition und er wird wahrscheinlich nicht mehr lang in dem Unternehmen arbeiten. Die Gewerkschaften kriegen enormen Zulauf in der Industrialisierung und haben so bis zum Ersten Weltkrieg in Deutschland mehrere Millionen Mitglieder. So, was wäre jetzt noch neben Arbeitervereinen und Gewerkschaften zu nennen? Arbeiterparteien. Wir haben heute noch eine Partei, die in dieser Zeit gegründet wurde, und das ist die Sozialdemokratische Partei. Die wechselt mehrmals ihren Namen, ja, hat ihren Ursprung aber so in den 1860er Jahren in unterschiedlichen Parteien, im Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, aber auch in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Zwischendurch heißt sie dann mal Sozialistische Arbeiterpartei.
Und irgendwann bekommt sie dann ihren heutigen Namen Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD. Und es hat auch einen Grund, dass jetzt Parteien gegründet werden, weil ab 1871 im Kaiserreich gibt es ja auch ein System mit einem Parlament und einem Wahlrecht. Und natürlich wollen die Arbeiter auch dieses Wahlrecht nutzen, um auf den Staat und die Politik Einfluss zu nehmen. Und ja, deswegen wird die SPD gegründet und sie nimmt an Wahlen teil. Das Wahlrecht benachteiligt die Arbeiterschaft zwar massiv, weil es in vielen Ländern noch ein Klassenwahlrecht gibt und weil Wahlkreise bewusst so zurechtgeschnitten werden, dass die Arbeiterschaft benachteiligt ist. Ja, also die Wahlkreise sind zum Beispiel nicht gleich groß. Ja. Aber dennoch ist ganz klar, kann man sich einen Trend anschauen im Kaiserreich, die SPD wird immer stärker und bekommt immer mehr Zulauf. Und ja, jetzt ist die Frage, was macht die SPD, was macht die Arbeiterbewegung jetzt mit dieser zunehmenden Macht, die sie bekommt? Und da muss man jetzt mal kurz ansprechen, dass die Sozialdemokratie, dass die Arbeiterbewegung ja so in zwei Lager ein wenig gespalten ist. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, dass in der Weimarer Republik es irgendwann eine Trennung gibt in Kommunisten, also diejenigen, die eine sozialistische, kommunistische Revolution wollen und eine neue Gesellschaft schaffen wollen, und eine gemäßigte Sozialdemokratie, die die Gesellschaft mit Reformen verändern möchte. Ja, das gibt es in der Weimarer Republik. Im Kaiserreich, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, sind diese beiden Strömungen noch in einer Partei. Also es gibt einen revolutionären Flügel, der beruft sich auf Karl Marx und stellt revolutionäre Forderungen, will das System stürzen und die Produktionsmittel vergesellschaften und alle Macht den Arbeitern, ja, will eine Revolution machen. Geht zurück auf Karl Marx, auf die Ideen. Und ein anderer Teil der Arbeiterbewegung, der weniger revolutionär ist, sondern den man mit dem Begriff Reformismus bezeichnen könnte. Das sind jetzt Leute, die sagen, ja, also die haben oftmals zwar noch eine revolutionäre Rhetorik, aber denen geht es in erster Linie darum, dass sie sagen, ja, wir müssen versuchen, die Lage unserer Leute Stück für Stück, schrittweise zu verbessern. Ja, das ist der Reformismus. Ja, das sind also die zwei großen Strömungen in der Arbeiterbewegung vor dem Ersten Weltkrieg in einer Partei. Die Reformisten sind ein wenig in den Gewerkschaften stärker, ganz einfach, weil die im Tagesgeschäft ständig kleine Dinge mit aushandeln müssen in den Betrieben. Und die Revolutionäre sind in den Parteien ein wenig stärker. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg spalten sie sich dann auf. Und diese Spaltung so zwischen revolutionärer Arbeiterbewegung und reformistischer, zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, die hält eigentlich so das 20. Jahrhundert durch an. So, neben den Sozialisten, ja, also der Sozialismus, die eine große Ideologie des 19. Jahrhunderts, haben auch die Liberalen, Vertreter der anderen großen Ideologie des 19. Jahrhunderts, Lösungsvorschläge für die soziale Frage. Aber die sehen natürlich anders aus als diejenigen, die die Arbeiterbewegung, die sozialistische Arbeiterbewegung so angebracht hat. Ja? Der Sozialismus scheint ja eine Idee, die die Gemeinschaft, das Kollektiv in den Mittelpunkt legt und damit auch Regeln der Gemeinschaft. Ja. Und der Liberalismus ist eine Idee, die eher auf den Einzelnen schaut und die Freiheit des Individuums hervorhebt und eher ein Problem hat mit Regelungen, mit staatlichen Regelungen, die das Individuum einschränken. Und die natürlich auch im Hinblick auf den Wirtschaftsliberalismus ein Problem haben mit Regelungen, die in die Wirtschaft eingreifen. Deswegen sind die Liberalen eher skeptisch, was staatliche Regulierungspolitik angeht. Und die Liberalen setzen eher auf Selbstorganisation der Arbeiter und da vor allem auf Bildung. Ja, das Individuum ist wichtig für die Liberalen. Die sagen, das Individuum muss in die Lage versetzt werden, sich selber um seine Lage zu kümmern und seine eigene Situation zu verbessern. Und wie kann es das am besten, wenn es Zugang zu guter Bildung hat, dann kann es auch sozial aufsteigen, das Individuum. Ja? Und das ist eine der Antworten der Liberalen auf die soziale Frage: Bildungssystem ausbauen. Und sie zielen auch so auf die Selbstorganisation der Arbeiter. Ja, Konsumgenossenschaften gibt es auch von den Liberalen. Es gibt auch liberale Gewerkschaften, die sind viel kleiner als die sozialistischen, aber die gibt es auch.
So, damit kommen wir jetzt zum Staat und seinem Angebot zur Lösung der sozialen Frage und damit auch zur Person von Otto von Bismarck, die ja oft so als der Vater der deutschen Sozialversicherung angesehen wird. Aber bevor wir uns zur Sozialversicherung begeben, wollen wir uns erstmal noch angucken, was der Staat so allgemein macht. Also, ich habe ja auch solche Dinge aufgezählt vorher wie Kinderarbeit, ja, fehlender Arbeitsschutz, und da ist es so, dass der Staat mit der Zeit immer mehr regulierend in die Wirtschaft eingreift. Ja, zum Beispiel wird Kinderarbeit irgendwann verboten, ein staatliches Schulsystem wird ausgebaut und so weiter. Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Absicherung von Lebensrisiken, und da schafft Bismarck in den 1880er Jahren verschiedene Sozialversicherungen, die so im Prinzip bis heute noch Bestand haben. Ja, sie sind heute natürlich viel weiter ausgebaut, damals war das noch auf einem ganz geringen Niveau. Bismarck schafft eine Unfallversicherung, eine Invaliditätsversicherung, eine Altersversicherung, Krankenversicherung, ja, alles in den 1880er Jahren. Und jetzt kann man sich ja die Frage stellen, warum macht er das? Weil Bismarck war ein Konservativer, also jemand, der sich eigentlich nicht um die Arbeiterschaft gekümmert hat, aber er war nicht blöd. Bismarck wusste, dass die Arbeiterschaft immer stärker wird im Kaiserreich und dass er sich eine revolutionär eingestellte Arbeiterschaft nicht leisten kann. Deswegen hat er sich überlegt, wie komme ich damit zurecht und wie schaffe ich diese Arbeiterschaft und ihre Organisationen, die Sozialdemokratische Partei, unter Kontrolle zu halten. Und dazu hat er eine Doppelstrategie gewählt, die man so mit dem Begriff Zuckerbrot und Peitsche beschreiben kann. Das Zuckerbrot war, Bismarck hat sich um die sozialen Nöte der Arbeiter gekümmert mit den Sozialversicherungen, hat er versucht, ihre Lage zu verbessern. Gleichzeitig hat er versucht, die Organisationen der Arbeiterbewegung, in denen sie sich selbst organisiert haben, zu unterdrücken. Ja, das hat er im Rahmen der Sozialistengesetze getan, auch in den 1880er Jahren. Da wurde sozialdemokratische Presse und Organisationen und so weiter verboten, Versammlungen wurden verboten, ganz viele Sozialdemokraten wurden verhaftet oder sind emigriert. Und Bismarcks Hoffnung war, dass er die Arbeiter an den Staat bindet und die Sozialdemokratie zerschlägt. Es ist ihm nicht gelungen, ganz im Gegenteil. Er hat die Arbeiterbewegung immer stärker gemacht. Und bei den letzten Wahlen vom Ersten Weltkrieg war die Sozialdemokratie dann schließlich stärkste Partei in Deutschland. Und Deutschland hatte einen funktionierenden Sozialstaat auf niedrigem Niveau. Aber der Staat hat quasi begonnen, von dieser ganz wirtschaftsliberalen Haltung aus dem 19. Jahrhundert Abstand zu nehmen und hat immer stärker regulierend eingegriffen, so wie es für uns heute wohl auch schon mittlerweile ganz selbstverständlich ist, dass der Staat sich auch um wirtschaftliche und soziale Belange der Bürger mitkümmert. So, jetzt wollen wir weggehen von der staatlich-politischen Ebene und uns mal die kirchliche Ebene anschauen. Die Kirchen haben auch ein Angebot gemacht zur Lösung der sozialen Frage. Was waren die Motive der Kirchen, sich dieses Themas anzunehmen? Natürlich einerseits, ja, sagen wir mal, im weitesten Sinne ideologische Gründe, also Nächstenliebe, hat die Menschen angetrieben. Gleichzeitig aber auch, dass natürlich ganz viele Arbeiter gedroht haben, quasi den Kirchen von der Stange zu gehen, ja, und sich eher den Organisationen der Arbeiterbewegung zuzuwenden. Und die Kirche musste quasi was tun, um diesen Menschen auch ein Angebot zu machen. Die Kirchen haben sich vor allem karitativ engagiert. Da könnte man jetzt verschiedene Organisationen nennen. Auf evangelischer Seite zum Beispiel die Innere Mission, auf katholischer Seite die Caritas. Organisationen wie das Kolpingwerk, ja, wurden gegründet und haben versucht, durch soziale Wohlfahrtsangebote die Lage der Arbeiter zu verbessern. Gleichzeitig haben sich die Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen aber auch dafür eingesetzt, dass staatlicherseits die Rechte der Arbeiter gewahrt werden, das Streikrecht gewahrt wird und dass ihre Freiheitsrechte geschützt werden und auch der Staat in ihre, sich zu ihren Gunsten sozial engagiert. Und da wäre jetzt auch zu nennen, dass 1891 der Papst eine Sozialenzyklika verfasst hat, Rerum Novarum, und darin offiziell gefordert hat, dass der Staat Sozialpolitik machen soll und sich um die Arbeiter kümmern muss. Ja. Die Kirche hat sich von den beiden großen Ideologien des 19. Jahrhunderts, Sozialismus und Liberalismus, abgegrenzt vom Sozialismus einmal, weil die ihnen zu revolutionär und auch wohl zu atheistisch waren, und vom Liberalismus, weil dieser starke Individualismus der Liberalen so mit diesem kirchlichen Nächstenliebegebot und so weiter nicht so ganz zusammengepasst hat. Ja, also die Kirchen haben vor allem karitativ gearbeitet.
So, der dritte Bereich wäre jetzt die betriebliche Ebene, was ist auf der betrieblichen Ebene passiert. Natürlich haben auch die Unternehmer irgendwann begonnen, sich um diese Probleme mit zu kümmern. Was sind die Gründe dafür? Einmal natürlich, weil ja, ausgeruhte, zufriedene, gut abgesicherte Arbeiter liefern wahrscheinlich bessere Arbeit ab. Ja? Das wird wichtiger, je komplexer die Produkte werden, die man herstellt. Dann gibt es natürlich auch ethische Gründe. Ja? Also ganz viele Unternehmer konnten quasi das Leid ihrer Arbeiter so nicht sehen. Aber natürlich auch die Angst, dass wenn es den Arbeitern zu schlecht geht, dass sie dann dieser revolutionären Arbeiterbewegung, dieser Sozialdemokratie anhängen und vielleicht nachher eine Revolution machen wollen und die Fabriken stürmen und so weiter. Ja, das wollte man verhindern. Deswegen engagieren sich die Unternehmer irgendwann auch bei der Lösung der sozialen Frage, indem sie zum Beispiel betriebliche Vorsorge betreiben, ja, betriebliche Unfallkassen, betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Weiterbildung oder es werden Betriebswohnungen gebaut und so weiter, ja, in der Regel auf dem Werksgelände oder in der Nähe der Werke. Und da kann man auch schon so ein bisschen also das Problem miterkennen, ja. Dieser Ansatz der Unternehmer, der zielt natürlich auch darauf ab, die Arbeiter irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und das passt eigentlich nicht so zu dieser sich entwickelnden modernen Gesellschaft, wo Leute eigentlich auf einer Ebene stehen, sondern das ist so ein bisschen in diesem Verhältnis der Patriarch, der sich um seine Untergebenen kümmert. Ja, das ist so ein wenig der Pferdefuß von diesem unternehmerischen Ansatz zur Lösung der sozialen Frage. Aber dennoch haben auch diese Lösungsversuche mit dazu beigetragen, das Los der Arbeiter zu verbessern. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ich habe jetzt hier ganz viele verschiedene Maßnahmen von der Arbeiterbewegung über die Liberalen, den Staat, die Kirchen, die Unternehmer und so weiter skizziert. Die Wirkung, die hatten, die waren dann im Einzelfall vielleicht nur sehr begrenzt, aber insgesamt haben diese ganzen Maßnahmen dann kulminiert dazu geführt, dass sich die Lage der Arbeiter im Verlauf der Industrialisierung immer weiter gebessert hat. Ja, es gab mehr politische Mitbestimmung, es gab mehr Rechte im Betrieb, die Löhne sind gestiegen, es gab mehr soziale Absicherung, der Staat hat mehr reguliert und so weiter. Das ist jetzt ein ganz schön langes Video geworden, über 20 Minuten, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Dabei bin ich gar nicht auf so viele Details eingegangen. Ich bin gar nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Das Video ist gedacht als Teil der Abiturvorbereitung meiner Schüler. Und das war mir eigentlich eher wichtig, so die großen Entwicklungslinien und Prozesse irgendwie deutlich zu machen. Und man hätte hier noch viel mehr in die Details einsteigen können. Und dann wäre das Video aber wahrscheinlich eine Stunde lang geworden, dann hätte sich es niemand mehr angeschaut. Und so soll es ja auch nicht sein. So. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen verständlich. Ihr habt vielleicht was Interessantes, Neues auch erfahren in dem Video. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die unten in den Kommentaren posten. Und ich werde gucken, dass ich die beantworten kann bei Gelegenheit. Und ansonsten, ja, vielleicht sehen wir uns auch bei meinem nächsten Geschichtsvideo wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald.